So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute dann der Call of the Wild. Mal wieder seit langer Zeit. Es haben sich ein paar Leute gewünscht, dass ich auch mal wieder der Call of the Wild spiele und von daher machen wir das heute mal. Und da es ja neue Waffen gibt, habe ich gedacht, teste ich die heute mal aus. Das ist einmal die 243, die 10 mm. Und der 44er Revolver. Genau. Die drei sind neu. Die gibt es auch noch in anderen. Ja. Stylen. Nee. Style ist, glaube ich, falsch. Aussehen. Ja, doch. Aussehen. Ich finde die jetzt am schönsten. Deswegen habe ich die genommen. Da schon mal rot wird. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Wir sind heute auf die Avarua unterwegs und wollen mal ein bisschen gucken, was die Waffen so können. Ich habe auch nur die drei dabei. Also müssen wir irgendwie gucken, dass wir da nah genug rankommen, dass das auch tödlich ist, der Schuss. Aber was? Das kriegen wir schon alles irgendwie hin. Genau, sonst gab ja allgemein großes Update bei Call of the Wild auch. Bisschen was ist mir schon aufgefallen. Die Sounds haben sich auch ein bisschen verändert, finde ich. Auch die Animation hier, wie man zum Beispiel diesen Revolver wegsteckt, dann wieder. Haben sie gut hinbekommen. Doch. Sieht ganz gut aus. Ich denke mal, die wollen jetzt auch ein bisschen mit Way of the Hunter mithalten, weil die bringen ja wirklich gefühlt jeden Tag ein neues Update raus. Also jetzt nicht jeden Tag, aber so schon ziemlich oft, muss ich sagen. Aber ja. Die sind ja auch noch nicht so weit wie Call of the Wild. Noch lange nicht. Ich denke mal, Call of the Wild hat da erstmal noch ganz gute Chancen, da weiter mithalten zu können. Aber irgendwann wird es halt auch langweilig. Deswegen sollten die vielleicht mal wieder eine neue Map oder so rausbringen. Weil die drei Waffen, die hätten sie sich auch sparen können. Finde ich. Meine Meinung. Ich habe zwar noch nicht mit denen geschossen oder so. Aber was ich von anderen so gehört habe. Ja, sind die jetzt nicht so gut. So. 160 Meter. Kann man da mit der 243 schießen? Ich habe gehört, die kann weit schießen. Probieren wir mal aus. Ja, ich glaube, der Schuss war scheiße. Aber der Sound hört sich schon mal sehr gut an. Ja, ich weiß nicht, wo der Hirsch ist. Also Sound hört sich gut an, aber der Rest weiß ich noch nicht so. Nochmal vorsichtshalber einen draufgegeben. Gehen wir mal hin, würde ich sagen. Also soundtechnisch hört sich das wirklich gut an. Warte mal, probieren wir die anderen auch aus. Ja, hört sich auch gut an. Hier. 44er Revolver noch. Ja, die Animationen haben sie auch alles gut gemacht. Doch, ist okay. Aber ich brauche halt einfach nicht jetzt hier noch mehr Kurzsachen. Also, ich weiß nicht. Brauche ich nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ist ja auch immer ein bisschen Meinungssache. Ne? Manche stehen ein bisschen mehr auf Kurzwaffen, manche fühlen eher Flinten, manche eher Büchsen, manche mögen Bogenjagd, manche hassen Bogenjagd. Das ist ja ehrlich ein bisschen, ja, unterschiedlich von Person zu Person. Also. Aber ich denke mal, viele finden das jetzt nicht so wichtig, dass noch mehr Revolver oder Pistolen dazu kommen. Aber naja, gut. Call of the Wild, man. Es müssen mehr Revolver oder Pistolen. Dann müssen mehr. So ist es nun mal. So. Hier muss ich den noch irgendwo beschossen haben. Schnuffi sucht doch mal, Mensch. Wofür habe ich dich denn? Ah, da ist sogar schon. Das ist ja keine Organe getroffen, so ein Scheiß. Och, nö. Ja, können wir eigentlich gefühlt schon wieder abbrechen, die Nachsuchung.
Gucken wir nochmal, was wir da hinten, ob wir da vielleicht ein bisschen besseren Schuss gemacht haben. Aber sonst können wir die wirklich abbrechen. 243 ist ja jetzt auch nicht so als stärkstes Kaliber bekannt. Von daher. Ja, sehr niedrig. Hier habe ich ihn, glaube ich, nochmal irgendwo beschossen. Ja, nee. Komm, Stuffi, Abbruch, Abbruch, Fuß. Aber ich glaube, da hinten waren noch welche, ne? Da können wir ja mal die 10 mm testen. Weil die ist auch wirklich für Rotwild zugelassen. Aber ich habe jetzt gedacht, ob die Entfernung ohne Zielfernrohr ist schwierig. Und dann testen wir die 243 vielleicht nachher nochmal. Mit was anderem. So stehen die da noch? Ja, tun sie. Ja, da muss ich aber ein bisschen näher ran. Ich weiß nicht, wie weit kann die maximal? 75, ja, das kriegen wir wohl hin. Boah, wie schlecht man hier nochmal? Achso, okay, gut. Alter, wenn man so viele verschiedene Spiele durcheinander spielt, ne, wie jetzt zum Beispiel The Hunter Classic, dann Way of the Hunter und jetzt noch Call of the Wild und alle eine andere Steuerung haben, das ist halt auch nicht einfach und der Wind geht genau dahin, so ein Rotz. Aber die sind jetzt ruhig wieder. Aber trotzdem, ja, der Wind. Naja, geht zu gerade vielleicht vorbei, ne? Und die ziehen hier hoch so einen Müll. Boah, wenn ich ein. Ja, gut was sehe, dann kann ich jetzt gleich mal schießen. Egal, auch wenn es ein bisschen weiter weg ist, aber ich glaube, sonst kriege ich die gar nicht mehr. Oh mein Gott, wie weit ist denn das weg? Absolut keine Ahnung, wo ich getroffen habe. Da flüchten auch noch mehr. Ja, da muss man halt auch näher ran. Das bringt nichts, glaube ich. Ja, es ist halt schwierig mit Pistolen und Revolvern so irgendwie zu jagen. Nur, also so mal ist es ja okay, wenn einem was entgegenkommt oder so. Da kann man das gut nutzen, denke ich, aber zu allgemein, ja, wieder keine Organe getroffen. So, der hat jetzt aber mal ein, zwei gute Schüsse, hoffe ich. Sonst ist hier gleich Ende. Gibt's ja nicht. Na, sagen wir mal. Da liegt er sogar, oder? Ja, ist heute auch ein bisschen so ein Spaß-Testvideo, ne? Also, normalerweise würde ich nicht auf die Entfernung mit Revolver oder Pistole schießen. Aber heute, um es mal so auszutesten, so an die Grenzen zu gehen, kann man das ja mal machen. Aber ich glaube, hier habe ich mal ganz gut getroffen. Ja, der zweite Schuss zumindest. Der erste war wieder Rotz. Aber der zweite war gut. Nehmen wir mit. Sehr schön. Okay. Dann würde ich jetzt aber sagen, gehe ich mal weiter und guck mal, ob ich noch was für einen 44er Revolver finde oder vielleicht nochmal für die 243 irgendwas Kleineres, weil auch realistisch damit umfällt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okidoki. Ich sehe da hinten einen Truthahn. Ich weiß, keine von den Waffen ist auf den Truthahn zugelassen. Aber ich möchte trotzdem mal probieren, mit der und einer 200er Nullung den zu erlegen. Ein bisschen näher gehe ich noch ran. Aber ob die überhaupt richtig trifft oder abweicht auf die Entfernung. Und auch, ob die überhaupt eine Durchschlagskraft hat, einen Truthahn zu erlegen. So.
Ja, sie hat die Durchschlagskraft. Oh, der Sound ist aber auch gut, finde ich. Also den Sound finde ich wirklich sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Ich finde die bisher schon mal ganz gut, aber es für Großwild halt nicht. Also so könnte ich mir vorstellen, so Rehwild oder so. Das passt. Und auch mit dem Scope drauf ist das halt echt nice. Da kann man auch mal ein bisschen weiter schießen. Auch obwohl das eine Pistole ist. Aber ja. Ist halt einfach zu schwach. 243er Kaliber ist halt, ja. Weiß ich jetzt nicht. Muss das? So, gucken wir mal, wo wir ihn. Ja. Also treffen tut sie auf jeden Fall. Durchschlagskraft hat sie auch. Bisschen. Das geht auf jeden Fall schon mal. So, jetzt gucke ich aber nochmal, dass ich irgendwie vielleicht einen Sieger oder einen Dammwild finde, damit wir nochmal ein bisschen rumprobieren können. So. Bisschen weit zwar noch, aber ist egal. Wir probieren es mal mit der 243. Probieren geht über Studieren. Oh, ganz schön wackelig. Ich lege mich vielleicht mal hin. Nee, ich hock mich erstmal hin. Das sollte aber einen guten Schuss haben. Ja, das geht auch runter. Laden wir mal nach. Weil ich habe gesehen, da stehen noch welche. Der sollte auch einen guten Schuss haben. Ja, beide einen guten Schuss. Sehr schön. Ja, so schlecht ist sie vielleicht auch nicht. Jetzt muss ich da erstmal rumgehen. Ja, okay. Wir sehen uns mal in einem ganz kurzen Cut wieder, bis ich da drüben bin. Das dauert dann doch ein bisschen. Also, hier oben haben wir die beschossen. Und da unten steht schon wieder Dammwild. Und ich versuche da mal noch ein bisschen näher ranzukommen. Und dann versuchen wir mal einen Schuss mit der 10 mm. Oder? Nee, wir probieren mal den 44er Revolver aus. Was ist denn jetzt los? Was war das denn? Oh Mann. 100 Meter. Ich glaube, die kann auch bis 75, ne? Ja. Na, probieren wir gleich mal. Sind hier oben vielleicht näher? 90. Ziemlich gleich. Also weiß ich jetzt nicht. Ich habe die beiden, die wir eben beschossen haben, schon gesehen. Die liegen hier oben. Gucken wir mal erstmal den Anschuss uns an. Und dann gehen wir zu den anderen beiden. Oh ja. Schnuffi, geh da mal nach. Also da liegt eins und da oben müsste eins liegen. Suchen wir einmal ganz schnell das nach und dann haben wir die anderen beiden. Also der 44er Revolver überzeugt mich schon, muss ich sagen. Doch. Es war ja jetzt sogar ein bisschen mehr als 75 Meter. Und die Durchschlagskraft. Alter, ist ja fast einmal durchgegangen. Ja, Schnuffi ist gut. Boah, okay. Also die überzeugt mich, die 44er. Die 10 mm war auch ganz gut. Oh nein. Ja, die sind alle ganz gut, wenn man auf das geeignete Wild ist und nicht mehr, ja, mit Steinen auf Rothirsche wirft, so gefühlt. So, wo ist das andere jetzt? War doch auch hier oben, oder? Bin jetzt doof. Ja, hier ist auf jeden Fall Schweiß. Schnuffi, such mal schnell. Nee, nicht Platz. Nachsuchen sollst du. Boah, doch, der ist schon. Ja, doch. Also, ich denke mal, ich werde sie nicht so viel einsetzen, aber sie sind gar nicht so schlecht gemacht, denke ich mal.
Für kurze Distanz ist das schon ganz gut, aber ja, so gut kommt man ja meistens nicht ran an das Wild. Deswegen, ja, ein bisschen mittig. Liegt aber trotzdem ganz schnell, also. Das passt soweit. Also, meine Meinung kennt ihr ja jetzt zu den Re neuen Revolvern und Pistolen. Ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Eure Meinung da lassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein und ciao, ciao.